Salam und hallo ihr Lieben. Es ist schon wirklich spät in der Nacht, deswegen ist die Belichtung sehr schlecht. Ich wollte euch aber gerne zeigen, wie ich das Fleisch marinieren werde für morgen. Ich habe hier 1,5 Esslöffel Butter. Dann habe ich hier so einen von Knorr so einen Safranwürfel. Ihr könnt natürlich auch einen echten Safran nehmen, den habe ich zwar auch, aber den muss man ja in Wasser vorher einweichen und ich möchte halt kein Wasser verwenden. Deswegen nehme ich einfach hier so einen Würfel, zerbrösel den gleich und dann habe ich hier Kräuter aus Marokko. Das sind extra Fleischkräuter, da ist Kardamom drin, da ist Ras el Hanout drin. Was noch? Ich überlege gerade. Lorbeerblätter, da hat man wirklich viele Kräuter. Ihr könnt das aber auch alles selber machen. Das heißt, ihr könnt so eine Mischung mit etwas, also Ras el Hanout, Kamin, Pfeffer, Lorbeerblätter, Kardamom, alles miteinander vermischen. Und das Fleisch könnt ihr einfach wirklich nur Ras el Hanout, das ist auf jeden Fall wichtig beim Lammfleisch, Butter und Safran nehmen und damit das Fleisch marinieren. Und es über Nacht einweichen lassen. Also ich mache jetzt die Marinade, dann kommt das alles nochmal in den Kühlschrank und morgen kommt es dann in den Holzkohlegrillofen. Dann fange ich das an, ich vermische das einmal und dann zeige ich euch gleich mal. Einfach nur wirklich komplett das Fleisch damit einmassieren. Der Nachteil dabei ist, dass ich jetzt keine Handschuhe habe und meine Finger richtig schön gelb sind. Ich mache jetzt hier erstmal weiter und dann melde ich mich nochmal zurück. Ich werde jetzt alles miteinander gut vermischen. Hier sieht man die gelben Finger. Ja, was ich noch ganz wichtig fand, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, macht kein Salz bitte rein. Also generell Salz und Kumin könnt ihr später, wenn das Fleisch gekocht ist, damit so kleine Schälchen auf dem Tisch, aber das zeige ich euch morgen und dann nochmal, inshallah. Macht da kein Salz rein, weil dann habt ihr das Problem, dass das Fleisch austrocknet und sehr zäh wird. Ich bin jetzt fertig mit dem Marinieren. Ich habe hier das Fleisch nochmal mit einem Messer ein bisschen durchlöchert, damit die Marinade wirklich so richtig schön ins Fleisch kommt. Dann habe ich eine Frischhaltefolie drüber gemacht und hier noch einen Gefrierbeutel. Dann kommt das jetzt so in den Kühlschrank. Für die, die mich fragen, ja, wo bekomme ich Ras el Hanout her? Es gibt, das ist jetzt nur bei Lidl, ab und zu mal so eine, hier diese Orientwoche oder arabische Woche. Das ist jetzt Tajin-Gewürz. Das Licht ist wirklich sehr schlecht. Tajin-Gewürz. Aber das gibt es auch nochmal als Ras el Hanout. Ich habe es noch nicht gefunden. Das sind so Tütchen, die sind super. Also ihr könnt die auch schon verwendet, die könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Aber sonst gibt es die auch bei Rewe oder Teegut, glaube ich. Und das ist der Safran. Also wenn jemand nach Marokko geht, soll er das euch mitbringen. So sieht die Safranwürfel aus. Die sollen nicht so gesund sein anscheinend, aber ich benutze die trotzdem, weil ich habe auch richtigen Safran. Ich zeige euch den gleich mal, wie der aussieht. Das ist er. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt zu geizig, zu den für ein Ofengericht zu verwenden. Also was ist ein Ofengericht verwenden? Der kommt bei mir wirklich, wenn das Fleisch im Topf gekocht wird oder wenn ich Hähnchen mache, dann nehme ich die Safranfäden, weil die muss man ja in Wasser einweichen. Und ja, so würde das einfach nur verloren gehen. Aber das ist natürlich die gesündere Variante, wenn ihr richtigen Safran nimmt. Genau, das war's dann auch schon mit dem Marinieren. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns dann morgen. Wünsche euch eine gute Nacht. Und mache morgen dann mit dem Video weiter und zeige euch dann das Endergebnis, also wie ich das Fleisch dann noch dekorieren werde. Weil großartig werde ich jetzt mit dem Fleisch nichts mehr machen. Das kommt jetzt wirklich so zum Grillen, in den Ofen. Nicht bei mir zu Hause. Jemand auf Instagram hat mir auch geschrieben, hat gefragt, würdest du uns auch mal zeigen, wie man das zu Hause zubereiten kann. Das Problem ist, dass ihr braucht einen Riesentopf. Ihr seht ja, weil das Fleisch wirklich so serviert wird im Ganzen. Außer ihr teilt es, dann könnt ihr das in einem Topf kurz mit Wasser vorgaren und dann im Ofen mit dieser Marinade nochmal ja, grillen sozusagen. Aber sonst, oder garen, sonst würde ich es auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr so große Stücke habt, es zum Holzkohlegrillofen zu bringen. Da spart ihr einiges an Geld. Okay, das war's jetzt für mich. Gute Nacht und bis morgen. Salam und hallo, ihr Lieben. Es ist jetzt der nächste Tag, der nächste Morgen. Ich habe hier gerade ein bisschen Oliven mariniert.
Das Rezept dazu findet ihr aber auch schon auf meinem YouTube-Kanal. Richtig lecker. Ich verlinke euch das gleich mal, dann könnt ihr direkt draufklicken. So, ich gebe das jetzt einfach in die Box, Tupperbox, und dann kommt das in den Kühlschrank. Dann habe ich schon vorbereitet Kartoffeln und Möhren. Gemüse ist immer ganz wichtig bei dem, mit dem ganzen Fleisch. Also ich werde noch ein paar Kartoffeln schälen. Mein Mann war gerade einkaufen. Und die Möhren, die ich hatte, die habe ich jetzt hier auch schon geschält. Ich schäle die immer so hier. Und dann schneide ich die. Also ich schäle die ganz normal und schneide die dann so. Ich finde, das sieht dann schöner aus. Einfach mit dem Messer dann schräg durchschneiden. Dann bereite, die habe ich mir schon vorbereitet für den Salat. Die Tomaten kommen noch. Ja, das war es erstmal. Und Reis habe ich noch gekocht, Basmati-Reis. Der kommt dann auch nochmal als Beilage dazu. Und ich überlege, noch kleine Mini-Pistella zu machen mit Hackfleisch gefüllt. Aber da gucke ich mal, wie weit ich gekomme, und dann entscheide ich das kurzfristig. Ich mache jetzt hier einmal weiter mit dem Schälen und dann zeige ich euch gleich einmal, wie ich das alles gare oder dampfe. Ich habe jetzt die Möhren im Salzwasser zum Kochen gebracht, mit den Kartoffeln auch. Hier habe ich noch Brechbohnen aus der Dose, ihr könnt aber auch frische oder aus dem Gefrierfach nehmen. Ich hacke immer vorher so einen halben Bund Petersilie und einen halben Bund Koriander zusammen. Und den habe ich dann immer so an der Seite, weil den werde ich auch nochmal für die Möhren und für die Kartoffeln brauchen. Da habe ich die jetzt bestreut mit, da kommt noch ein bisschen Olivenöl, Kumin, Salz und Pfeffer drauf. Und dann wird das in der Pfanne ein bisschen angebraten. Ja, und dann habe ich hier noch Basmati-Reis. Den habe ich schon fertig. Den lasse ich jetzt in Ruhe abkühlen. Dann kommt da noch Mais mit rein und Thunfisch. Das wird dann ein Reissalat. Das war's auch schon. Also das ist jetzt erstmal mein Gemüse, was ich habe. Das habe ich jetzt erstmal alles fertig. Jetzt mache ich nur noch den gemischten Salat. Ich habe auch immer mein Salzglas hier an der Seite, damit ich nirgendwo Salz vergesse, weil das mache ich total gerne. Ich vergesse immer wieder zu salzen. Deswegen immer nur ein kleiner Tipp. Stellt euch das immer sichtbar vor die Nase. Ja, das war's auch schon. Ja, und jetzt habe ich noch hier den Salat. Dann wollte ich noch Saluk machen. Das überlege ich gleich zu machen, dann zeige ich euch das gleich mal. Ich mische das alles immer in der Pfanne mit den Kräutern, Tomate, Olivenöl und den Gewürzen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Ich habe die Aubergine nur halb geschält, wie ihr sehen könnt. Also ich lasse immer noch ein bisschen Schale dran. Jetzt habe ich hier eine Knoblauchzehe. Ich mache mir immer hier so einen Behälter. Da kommt der ganze Biomüll rein. Dann ist die Küche später auch aufgeräumter. Und das Sortieren fällt mir dann später leichter. So, als kleinen Tipp. Knoblauchzehe schälen. Das Rezept habe ich aber auch leider nicht auf YouTube, aber jetzt seht ihr es ja jetzt hier. Leider nicht separat. Ich habe es nur auf Instagram. Auf jeden Fall ist Saluk eine Orangenpaste. Eine Auberginenpaste sozusagen. Den kann man richtig gut als Dip benutzen. Aber auch als Beilage. Schmeckt ja richtig lecker. In Marokko wird die Aubergine sogar und die Tomate gegrillt. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Aber das schmeckt richtig lecker. In meinem Rezept sogar grill ich die auf Instagram grill ich die einfach auf dem Ceranfett oben drauf. Ich habe jetzt eine Knoblauchzehe genommen, weil ich eine Aubergine habe. Also wenn ihr zwei Auberginen habt, dann nehmt ihr zwei Knoblauchzehen, immer nach der Mengenangabe eurer Auberginen. Dann schneide ich kleine Würfel daraus. Jetzt alles sowieso zermatscht später. So. Und eine Tomate. Wichtig, dass die Tomate vorher schält. Und die Kerne muss ich auch noch rausnehmen. Ich mache später auch noch Tuka. Das Rezept findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Das ist mit Paprika in der Pfanne. Wie so eine Paprikasoße. Auch richtig lecker und passt zu Schwa, also zu gegrilltem Fleisch. So, Kerne nehme ich raus.
noch meine Koriander Petersilienmischung obendrauf. Da könnt ihr ruhig großzügig mit umgehen. So. Gewaschen. Und dann kommen auch schon die Gewürze und nicht zu vergessen, ohne das geht bei mir in der Küche gar nichts, und zwar Olivenöl. Wir bekommen unser Olivenöl immer über von Marokko aus zugeschickt. Und das kommt dann immer in Plastik. Also viele Mädels von euch, vielleicht ist es bei euch auch so. Kauft euch diese Flaschen hier bei Ikea. Die sind super, das sind Glasflaschen. Lasst das Olivenöl bitte nicht in der Plastikflasche vom Lieferanten, also aus Marokko meist. Also soweit ich es kenne, kommt das Olivenöl da leider meistens mit Plastik an. In dieser großen 5 Liter Plastikflasche kommt es zumindest bei uns an. So, dann habe ich hier noch Chiliflocken, Kurkuma, Ingwerpulver. So, ich hole die einmal alle, die Gewürze. So. Mache ich ein bisschen Kurkuma rein. So einen guten halben Teelöffel. Dann kommen Chiliflocken. Der Look darf ruhig scharf sein. Und hoppala. Ingwerpulver auch ein guter halber Teelöffel. So. Kumin. Da darf es sogar ein Teelöffel sein. Ich liebe Kumin. Und Salz nicht zu vergessen. So. Das lasse ich jetzt alles so, vermisch das einmal und lasse das dann einfach in der unter mittlerer Hitze oder ganz wirklich so. Wenn ihr jetzt, mein Ofen geht bis 9, wenn es unter 3, bei 3 vor sich hinköcheln lässt, schmeckt das richtig super lecker. So, ihr könnt noch ein bisschen Wasser dazugeben, wenn ihr möchtet, aber muss nicht sein. Weil der Dampf geht ja nochmal drüber und dann habt ihr hier eine richtig leckere Paste. Das war's auch schon. Das kommt jetzt einmal in den Ofen und dann räume ich hier ein bisschen auf. Bis gleich. Ich bereite jetzt den gemischten Salat vor. Den könnt ihr wirklich so machen, wie ihr gerne möchtet. Was ihr gerade habt. Ich habe jetzt hier die Salatherzen. Davon nehme ich die ersten großen Blätter. Weil ich damit dann das Fleisch später noch dekorieren werde an den Seiten. Also ich habe 2 Salatherzen benutzt. Die lege ich einmal zur Seite. Die werde ich später gebrauchen. Und die hacke ich halt einfach klein, mache den Strunk weg und wasche sie dann. Mein Salat ist fertig. Ich habe hier Granatäpfel reingetan, Walnüsse, Cashewkerne, Gurke, Tomate, Aprikosen getrocknet, also hier diese nicht ganz getrockneten Aprikose. Aprikosen. ja, das war's auch schon. Und die Salatherzen. Ich decke den jetzt zu und dann kommt er in den Kühlschrank. Ich mache noch kein Dressing drauf. Das lasse ich wirklich bis Schluss, sonst wird der Salat wässrig. Ich bereite jetzt den Thunfischsalat vor. Ich habe hier einmal Thunfisch, Reis. Hatte ich ja schon vorher gekocht und abkühlen lassen. Hier habe ich eine Dose Thunfisch. Dann mache ich die Soße dafür und dazu brauche ich griechischen Joghurt. 2 große Esslöffel. Auch normalen Naturjoghurt nehmen. Dann Mayonnaise. Remoulade passt auch super. Die habe ich jetzt leider nicht. Schön viel Mayonnaise. Auch ca. 2 Esslöffel. Und ich mache noch von dieser Sauce Algerienne dazu. Die schmeckt so lecker. Die hatte ich aus Kanada mitgebracht. Aber die soll es auch hier geben im türkischen oder marokkanischen Supermarkt. Ich habe sie leider hier in Kassel noch nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht finde ich sie ja noch. Ich vermische das jetzt alles gut miteinander. Und dann kommt hier noch in den mit dem Reis und dem Thunfisch kommt dann noch Cornichon dazu. Die habe ich jetzt noch nicht klein gehackt. Und Mais. Das ist eine Dose Mais. So. Den Cornichon mache ich gleich noch rein. Ich zeige euch erstmal das hier. Also ich benutze gerne Cornichon, ihr könnt auch Gewürzgurken nehmen.
Aber ich mag die kleine Variante halt viel besser. Da sind auch nicht so viele Körner drin. Ne? Kerne, nicht Körner. Das könnt ihr auch super als, wenn ihr einen großen Salat macht, kennt ihr diese marokkanischen Salate, ganz große Teller, das dann auch benutzen, die als Dressing. So. Und jetzt vermische ich alles nur noch miteinander und dann kommt zum Schluss dann noch die Cornichons mit rein. Ich bin jetzt soweit fertig. Mein Sellup, ich wollte euch das nochmal zeigen, ich habe ja kein Wasser mehr dazu gegeben. Seht ihr? Guck mal, wie viel Flüssigkeit noch von dem Dampf entsteht. Ich muss den auch nochmal erhitzen, dass das jetzt nicht mehr so viel, also es darf nicht zu flüssig werden und den so ein bisschen zermatschen. Dann habe ich hier meine Brechbohnen und Kidneybohnen mit Kumin, Salz, Pfeffer, Oregano, Koriander und Petersilie gehackt und Olivenöl. Also hier ein bisschen in der Pfanne nur geschwenkt. Und hier habe ich auch alles fertig. Das Obst werde ich dann später dekorieren. Dann habe ich hier noch die Salate und den Rest im Kühlschrank. Jetzt habe ich noch Zeit. Wir haben jetzt 12.30 Uhr und mein Besuch kommt um 2. Deswegen gibt es jetzt erst, mache ich noch für meinen Papa, der liebt das so gerne, hausgemachtes Brot. Das Rezept findet ihr auch, verlinke ich euch auch wieder. Dinkelbrot nach marokkanischer Art. So, dann mache ich mich jetzt mal an die Knetmaschine. So, wir sind jetzt bei den letzten Vorbereitungen. Ich habe hier noch so Spießchen gemacht mit Mozzarella, Käse, Oliven und Cornichon. Jetzt kommen noch zu den Kartoffeln immer gehackte Petersilie mit Kumin und ein bisschen Pfeffer und Olivenöl. Das gleiche auch hier bei den Möhren. Jetzt warten wir nur noch auf das Fleisch und dann wird das alles damit dekoriert. Und dann zeige ich euch das später noch, das Endergebnis. Hier ist jetzt mein Besuch auch schon da und es ist wirklich sehr laut. Deswegen mache ich auch nur ein Voice-Over, sodass das dann auch kein Problem ist, damit ihr mich auch verstehen könnt. So, das Fleisch ist angekommen. Also ihr seht, das ist wirklich, ich habe das eben mit meiner eingehüllt in Backpapier und Aluminium mitgegeben in meinem Backblech, aber er hat das nicht dort zubereitet. Also der hatte extra riesen Pfannen dafür, wo das reinkommt. Aber es war für mich halt auch wichtig, dass er es mit Backpapier abdeckt, bevor er das Aluminium drauf macht. Deswegen habe ich das schon vorher vorbereitet. Jetzt steche ich einfach nur noch diese Spieße mit rein. Ich gebe jetzt noch das Gemüse zum Fleisch. Ihr könnt das natürlich so dekorieren, wie ihr gerne möchtet. Ich habe 2 Teller vorbereitet. Also ich habe das Fleisch nicht auf einen großen Teller. Das könnt ihr auch machen. Also ich habe es 2-mal, weil wir mein Esstisch hätte gar nicht gereicht. Deswegen habe ich 2 Teller gemacht, damit wir 2 unterschiedliche Gruppen sozusagen essen können. Ja, da habe ich noch Brokkoli gemacht und das ist das Endergebnis. Es war ein wunderschöner Tag mit meiner Familie und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Ja, das Brot habe ich, glaube ich, ach, das Brot kommt jetzt gleich. Jetzt, ihr merkt schon, das war die eine Gruppe und der andere Tisch war auf der anderen Seite. Ja, ihr seht schon, es ist jetzt Essenszeit, da bleibt keine Zeit mehr für Videos oder Bilder. Hier bereite ich jetzt den 2. Gang vor. Bei uns ist das immer total üblich mit Obst am Ende. Ich habe hier einfach ein Eis dazwischen noch getan. In Marokko ist es auch üblich, dass man zum Beispiel ganzes Obst hinlegt. Das heißt, eine ganze Orange, eine ganze Banane. Ich finde das immer so verschwenderisch, weil ganz viele kommen auf die grandiose Idee, sich zum Beispiel einen halben Apfel zu nehmen, eine halbe Banane zu nehmen und die Reste bleiben dann halt übrig und keiner isst die. Ich mache dann meistens daraus einfach einen Smoothie, indem ich die Obstreste schäle, wasche und dann ins Gefrierfach tue. Aber ich finde es halt so schade, deswegen schneide ich immer alles schon mal zurecht. So nimmt sich wirklich auch nur jeder das, was er auch essen kann. Ja, das ist der 2. Teller, den ich gemacht habe. Da habe ich ein bisschen mit Schokolade noch ein bisschen gespielt. Also man kann das echt so machen, wie man gerne möchte, wie man mag, was man zu Hause hat. Und saisonal auch bedingt. Also wenn es Kirschen oder Erdbeeren gibt, dann sieht so eine Platte auch richtig schön aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind jetzt zum Ende des Videos gelangt. Ich habe jetzt die Küche noch aufgeräumt, alles fertig, alles ist schön sauber. Ich weiß nicht, ob ihr viel auf YouTube haben, meine neue Coffee Station noch gar nicht gesehen. Auf Instagram hatte ich sie ja schon geteilt. So, vielleicht mache ich dafür auch nochmal ein Video, damit ich euch mal zeigen kann, wo ich das alles her habe. Ja, schön sauber ist es jetzt alles. Jetzt kann ich beruhigt den Abend ausklingen lassen. Ich mache mir noch einen leckeren Tee. Und hier habe ich so ein bisschen, ups, hätte ich das Wort kaputt gemacht.
meine Cheese Station sozusagen. Und ja, das war es auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald, hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und passt gut auf euch auf.